So, neben mir sitzt die Sandra und der Peter. Und die Sandra hat ein Vertiefungsfußreflexzonenseminar jetzt von Sonntag bis Donnerstag bei mir gemacht. Sie hat wann war das? 2022, erstmal im frühen Jahr die Heilausbildung gemacht und später im Sommer oder Herbst, wann war das? Sommer oder Sommer. Herbst dann die Fußreflexzonenausbildung gemacht und jetzt wollte sie gerne einige Themen vertiefen. Das war zum Beispiel die Muskulatur, die ja auch ein sehr wichtiges Thema ist, weil die Muskeln wieder mit allem zusammenhängen, auch mit den Organen. Dann so eine ganz wichtige Einheit, die Frauenzonen oder auch Männerzonen. Natürlich auch Männerzonen. Und das Lymphsystem, ja. Unser Reinigungsorgan, das gerade in der heutigen Zeit besondere Wichtigkeit erlangt hat. Und die Zahnzonen kamen auch noch mit dazu, kleine Zonen an den Zehen. Und ein ganz großes Thema, die Marmapunkte. Kann ich jetzt nicht alle auf einmal zeigen. Das sind viele Punkte, wo man auch auf besondere Weise nochmal den Körper erreicht, neben den Reflexzonen halt. Und dann haben wir noch eine schöne Arbeit mit dem Rosenquarzei. Was ganz Besonderes ist, eine Rosenquarzmassage oder was eher ein Ritual ist. Ja, so die Frage, wie ging es denn mit diesen 4, 4,5 Tagen? Ja, also es war wunderbar, weil es für mich aus der Supervision heraus, die ich unbedingt für mich so gebraucht habe, weil ich ja auch schon an Menschen arbeite und gemerkt habe, dass ich einiges nochmal vertiefen, mich nochmal vergewissern wollte. Und es war sehr, sehr gut, weil doch einiges immer wieder schön ist, wenn man wieder eine Art Korrektur oder ein Vertiefen vom Meister bekommt. Ja, genau. Es war sehr, 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 sehr schön. Und es ist auch noch nicht das Ende. Es darf weitergehen und es sollte weitergehen, Weißt du, das weil. Traditionelle ist 12 Jahre, Genau. ne? So, schauen wir mal, wie die Wege uns führen noch, genau. Es geht ja immer um zwei Arten von Angeschlossensein. Erstmal an sich selbst halt und dann diese Rückbindung an das Ganze halt. Und auch wiederum an den Partner, den man behandelt halt. Ja. Also da verbunden sein. Diese Einheit auch noch mal sich wieder herzuholen und Ne? auch mit der Gewissheit, ja, es funktioniert, mit auch mit deiner Rückmeldung wieder zu sagen, ja, das passt oder ja, da ist noch ein bisschen so. Das war mir einfach sehr wichtig und das ist uns, glaube ich, gut Ja. gelungen. Also immer ganz im eigenen Körper sein und das nie vergessen halt. Das ist das Allerwichtigste. Für sich selbst was Gutes tun und dann kann ich es dem anderen was Gutes tun. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Absolut. Ja, Peter, du warst ja oft dann auch der Proband. Wir hatten noch ein paar andere Probanden, aber du warst der Hauptproband. Ich Wie bin in den ging's? Genuss gekommen der Anwendungen und Schmerz ist nicht immer Genuss, aber jede Einheit für sich oder Themengebiet, was wir gemacht haben, hat immer eine Resonanz gebracht und heute dann besonders zum Abschluss, also so was Freies und Schwebendes und Loslassendes. Also das war der unwahrscheinlich sofortige Zusammenhang zwischen dem Thema und dann der Behandlung und hinterher dieses Nachspüren und ja, fliegen dürfen ein Stück weit. Also, und wie gesagt, nachdem wir ja alle, jeder individuell seine Päckchen tragen, äußern die sich natürlich in Schmerz, der oft gar nicht, den man gar nicht da vermutet, wo er dann festgestellt wird durch den Therapeuten und ich ihn dann in der Resonanz spüre. Aber wie gesagt, ich habe es sehr genossen, hier Proband und Koch und Verpfleger Genau, und diese nicht Einheit vergessen. zusammen. Es waren unwahrscheinlich intensive, unangestrengte 4,5 Tage. Es war eben nicht anstrengend und waren trotzdem intensiv. Also diese positive Intensität. Hatten wirklich sehr schöne Tage und nehme natürlich nicht nur Proband sein mit, sondern auch viele Themen, die ich für mich wieder in meinen Alltag oder in mein Leben oder auch an andere weitergeben kann. Und
eben viel eigenes Körperwissen wieder erlangt oder bewusster bekommen. Ja, wir hatten ja nicht nur Seminar hier, wir haben ja auch quasi zusammen gelebt und du hast für uns gekocht, was wunderbar war. Wir sind hier in einem wunderbaren Garten hinterm Haus und oben hatten wir einen schönen Raum mit kleinem Balkon, auch mit Blick nach draußen, die Tür immer offen halt. Also wir waren voll in der Natur die ganze Zeit und das ist mir persönlich immer sehr wichtig, die Verbundenheit mit der Natur und das Wetter war entsprechend sehr schön. Ja. Rundum Eine wunderschön. Ja. gesegnete Zeit, Wirklich eine sehr gesegnet. gesegnete Zeit. Ja, mit den Behandlungen, das ist auch gut, das mal zu erleben in der Reihenfolge. Also beim ersten Mal ist meist immer die grobstoffliche Arbeit, dass man erstmal die Oberfläche freikriegt und das ist dann oft auch schmerzhaft oder manchmal sogar nicht. Und die Schmerzen sitzen in der Tiefe halt. Und was bei der Reflexzonenarbeit, was wir da erleben, die Füße sagen immer die Wahrheit. Ja. Der Körper kann uns einiges, er belügt uns zwar nicht, aber er kann vieles kompensieren halt. Ja. Durch Muskelanspannung werden die Nerven so geschickt umspannt, dass der Schmerz sich an die Oberfläche drängt. Das braucht ein bisschen Zeit, bis wir das spüren. Wenn wir am Körper was spüren, dann war das in der Regel, hat das schon lange existiert. Ja. Und an Füßen, wenn der Therapeut geschickt vorgeht, der geht gleich in die tiefen Zonen halt und findet die gleich und dann sehen wir halt, was wirklich vorliegt halt. Ne. Und dann kann man es während der Behandlung auch körperlich spüren. Aber auch die Füße natürlich, wir laufen ja auf den Füßen, die müssen das halt gut geschickt umspielen halt, dass sonst können wir ja keinen Schritt mehr laufen. Und die meisten Leute haben, also viele, auch ich selbst, habe immer wieder mal einen Punkt, der belastet ist, aber der Fuß gleicht das aus, also durch Muskelspannung. Und deswegen können wir gehen. Wenn jeder seine ganzen Probleme spüren würde, wir würden durch die Lande hinken. Aber dafür ist halt gerade die Fußreflexzonenmassage so gut, weil sie die Dinge aufdeckt und dann auch behandeln kann. Ja, die Anwendungen, also der, der bekommt, der ist gefordert. Also du bist gefordert, dabei zu sein. Es ist nicht wie in der Wellness nur hinlegen und genießen. Es ist tatsächlich mitmachen und mitmachen im Geist viel, im Spüren oder überhaupt wieder wach zu werden, um zu spüren. Das heißt, das ist eigentlich das Schöne, weil dadurch eben du viel Körperwissen dir wieder zulässt oder aneignest, wenn man es nicht hat oder wieder überhaupt merkt, da war doch mal was. Also Dinge, die wir einfach über unsere Zeit und unser Leben hier zum Teil vergessen oder zugeschüttet haben, werden da wieder freigelegt. Das ist also, das ist das Schöne bei dieser Art Arbeit. Also die Mitarbeit ist was ganz Wichtiges. Und Mitarbeit besteht ja im Grunde erstmal nur darin, ich bleibe bewusst in meinem Körper, ich drifte nicht ab irgendwo hin oder leg mich da hin und lass mich machen. Ich nenne das immer die Mach-mal-Patienten, die ja, das sind nicht meine Patienten, sondern dabei sein Patienten, ja, innerlich spüren. Und so kann man nur über die Fußmassage schon seinen eigenen Körper kennenlernen, weil in den Füßen ist ja das Ganze und wir haben ja die Verbindung halt. Und ich arbeite hier und es kann sich da und da auch wieder, kann da und da auch wieder spürbar werden halt. Ne? Es ist nicht immer unmittelbar in dem Bereich, wo ich arbeite. Es sind ja Wege dazwischen, sind Blockaden dazwischen, da spüren wir erstmal die Blockaden. Aber wenn das mal frei ist, dann, ich arbeite hier, was weiß ich, am Magen, es wird im Magen gespürt. Ich arbeite an der Wirbelsäule, die Wirbelsäule wird vielleicht wärmer oder es entspannt sich was. Es gibt ja unterschiedliche Auswirkungen und Gefühle dabei, aber wir werden es sehr bald spüren. Also spätestens so nach 5 Behandlungen ungefähr spürt derjenige, der wirklich dabei ist, bei der Behandlung auch da, wo ich arbeite. Er spürt es im Körper halt. Ja. Und dann erlebt er seinen Körper auch immer wieder neu halt. Und dann die Übungen dazu kommen, dann wird der Körper immer bewusst auch. Natürlich Übungen bewusst durchführen, nicht mechanisch, also nicht nur rein gymnastisch, sondern spürsam halt den Atem auch mit einbeziehen. Und dann kriegen wir auch wieder ein Körpergefühl und dann sind wir auch wieder in unserer Verantwortung. Ja. Und das ist das Ziel einfach. Selbstverantwortlich zu sein, sich natürlich helfen lassen immer wieder, aber immer wieder in der eigenen Verantwortung bleiben und da immer mehr zurückzukehren. Ja, die Resonanz meiner bisherigen behandelten Menschen ist auch die, dass sie sagen, wie faszinierend ist das, dass sie wieder in das Gefühl vom Fuß zu ihrem Körper kommen und dadurch auch wieder in die Achtsamkeit zurückgeführt werden. Und das erleben sie durchgängig als wirklich positiv. Klar. Ja, und das ist das Ziel. Ja.
Und dann muss ich noch dazu sagen, wir waren nicht ernsthaft hier, wir haben sehr viel Spaß gehabt. Ja, viel gelacht, viel gelacht. Ernsthafte Arbeit, aber mit viel Freude, mit viel Lachen. Viel ja. Und Lachen ist bekanntlich ja. gesund. Ja. Heilsam, absolut. Auf jeden Fall, ja. Ja, es war sehr, sehr schön. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Zeit, ja. für das, dass du auch wirklich dich auf den Weg machst und zu den Menschen direkt auch gerne nach Hause kommst. Mhm. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Und dafür herzlichen, herzlichen, tiefen Dank. Ja, es ist tatsächlich eine neue Art meiner Arbeit, die ich ja vorher nicht gemacht habe. Aber durch die C-Zeit, wollen wir es einfach mal so erwähnen, ist es halt so entstanden, dass ich auch Einzelunterricht mache, also Einzelausbildung gegeben habe in den letzten 4 Jahren, was eine ganz andere Qualität auch ist, wie in einer großen Gruppe, also eine andere Qualität. Ja, ist eine andere Qualität. Nicht eine bessere, sondern einfach eine andere halt. Ja. Mir gefällt es. Uns auch. Ja, und ihr habt ja ein schönes Umfeld bereitet für diese Arbeit. Mir hat es viel Freude gemacht mit euch. Uns auch. Dankeschön. Komme gerne wieder. Gerne.